Wir alle waren schon mal in genau dieser Situation. Schaust auf dein Handy, kein Speicherplatz. Willst dir ein neues Game auf Steam runterladen? Kein Speicherplatz. Ein paar Dateien kannst du zwar loswerden, aber trotzdem, du hast immer noch zu wenig Speicherplatz. Dann erinnerst du dich aber, Google Drive oder iCloud Speicher. Alles voll. Und was können wir daraus schlussfolgern? Wir wollen unsere eigene Cloud, unseren eigenen Datenspeicher. Deswegen zeige ich dir noch, wie du aus einem alten PC, den du noch rumliegen hast, deine eigene Homecloud bauen kannst. Entweder mit ferngesteuertem VPN-Zugriff oder public mit deiner Domain. Viele sollten irgendwo noch einen älteren PC haben oder einen älteren PC online finden können, günstig. Da noch ein paar Festplatten rein und zack, hat man seine Homecloud. Aber wie geht denn das jetzt eigentlich? Ich bin mir zu 100% sicher, dass es genug Leute gibt, die diesen Plan jetzt kritisieren, aber in meinen Augen ist es einfach etwas, was funktioniert und das ist alles, was zählt in meiner Meinung. Denn naja, wir arbeiten mit Linux. Das sagt auf jeden Fall einiges für sich. Und zwar nutzen wir eine Kombination aus sehr, sehr vielen Dingen. Erstmal haben wir natürlich unseren PC, das ist klar. Darauf installieren wir dann OpenMediaVault, was im Grunde und Ganzen eigentlich nur Debian 12, also eine Linux-Distribution ist. OpenMediaVault erlaubt uns dann so Dinge wie unsere ganzen Festplatten zu erweitern, RAID zu erstellen oder auch SMB-Shares. Also so wie ein ganz normales NAS funktioniert. Aber das ist nicht alles. Denn weil wir Debian 12 haben, installieren wir Casa OS. Das ist in Wirklichkeit nicht ein ganzes Betriebssystem, sondern eine Oberfläche. Und sie beinhaltet ein Programm namens Docker. Und Docker ist genial. Denn mit Docker könnt ihr sehr viele Apps einfach und kompakt installieren. Und unter Docker installieren wir Nextcloud, womit wir dann auch mit unseren anderen Geräten darauf zugreifen können. Und dann entweder Tailscale oder Cloudflare. Mit Tailscale können wir uns einen Fernzugriff über VPN einrichten, was auf jeden Fall auch sehr, sehr sicher ist. Das heißt, nur wir können auf unsere eigenen Daten zugreifen und das auch über LTE, also außerhalb unseres Netzes. Oder wenn ihr wirklich eure eigene heftige Cloud haben wollt, nehmt einfach Cloudflare. Also falls ihr eine Domain habt, könnt ihr dann einfach über eine Domain euren Server so freimachen. Und dann zum Beispiel mit cloud.niklascw.de Zugriff auf eure Nextcloud auf andere Leute freigeben. Oder auch zum allgemeinen Teilen von Daten. Bevor ihr aber irgendwas von dem Ganzen, was ich hier erkläre, versucht, bitte schaut euch das Video komplett bis zum Ende an, damit ihr auch versteht, was ich mache. Und ihr solltet auch selber für euch entscheiden können, ob das das ist, was ihr wirklich wollt für euch selber. Denn jeder hat schließlich seine eigenen Ansprüche und was auch immer man braucht, vielleicht braucht man Nextcloud gar nicht. Vielleicht will man auch einfach ein simples NAS haben zum Speichern von Daten. Wie ihr wollt. Aber falls ihr interessiert an dieser heftigen Idee seid, bleibt auf jeden Fall dran. Würde ich dann nochmal sagen, starten wir mit der Installation von OpenMediaVault bzw. Debian 12. Die Download-Seite werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken, drückt dann nicht einfach auf Download Stable Version, wartet dann, bis das Ganze hier abgeschlossen ist, speichert es irgendwo ab und dann warten wir einfach den Download ab. In meinem Fall habe ich schon bereits runtergeladen, also breche ich das einmal ab. Und nun benötigen wir auch einen USB-Stick. Dieser muss nicht unbedingt groß sein, 8 GB oder größer sollte definitiv genügen, denn das Image selber ist gerade mal 900 MB groß, also sollte eigentlich auf jeden USB-Stick passen. Zum Flashen dieser ISO-Datei benutze ich jetzt Balena Etcher. Ihr könnt natürlich auch Rufus nehmen, je nachdem wie ihr wollt. Nehmt einfach das, mit dem ihr am meisten vertraut seid oder was euch am besten passt. Falls ihr noch gar nichts davon haben solltet, ladet euch einfach Etcher runter. Führt dann die Installationsdatei aus, einfach Next, Next, Next und Install klicken. Und dann solltet ihr auch hier so ein Fenster bekommen. Den Download-Link für Balena Etcher werdet ihr natürlich wie alle anderen Sachen in der Videobeschreibung verlinkt finden. In Balena Etcher gehen wir dann auf Flash from File, wählen dann unsere OpenMediaVault ISO-Datei aus. Gehen auf Select Target, wählen unseren USB-Stick aus, drücken dann unten auf Select 1 und schließlich auf Flash. Hier werde ich nochmal gewarnt, dass es ein etwas größerer USB-Stick ist und ob ich mir wirklich sicher bin. Yep, alle Dateien werden darauf gelöscht. Und das Ganze sollte in der Regel nicht länger als 2-3 Minuten dauern. Flash Complete, super Sache. Nun können wir den USB-Stick auch nehmen und in unseren Server stecken. Jetzt nochmal kurz zur ganzen Konfiguration, wie das jetzt Ganze in echt auch aussieht. Vorne der USB-Stick mit der ISO-Datei. Dann in dem System eine 256 GB NVMe, was ich als Bootdrive nutzen werde. Und eine 240 GB SATA SSD, die ich halt als normalen Datenträger zum Speichern von Daten verwenden werde. Ist jetzt nicht sehr ideal, natürlich mehrere Festplatten im RAID wären natürlich viel besser. Wegen Ausfallsicherheit, dies, das. Aber fürs Testen in diesem Video wird es natürlich mehr als ausreichen. Gut, dann schalten wir mal den Server ein und gehen direkt ins BIOS. In meinem Fall muss ich jetzt einfach F1 spammen bei Lenovo. Da sind wir. Geht dann oben auf Startup, Primary Boot Sequence. Sieht in eurem BIOS wahrscheinlich ein wenig anders aus, sollte aber trotzdem sehr, sehr ähnlich aussehen.
Irgendwo müsste auf jeden Fall eine Boot-Sektion sein und halt die Boot-Priorität. Wie man hier sehen kann, USB-FDD, also mein USB-Stick ist schon ganz oben, also von dem wird als erstes gestartet. Eventuell könnt ihr das Ganze auch mit der Maus hin und her ziehen, geht in dem Fall nicht, muss ich dann irgendwie mit Plus-Minus-Taste und so weiter machen. Aber seht einfach, dass ihr das Ding irgendwie nach oben bekommt, dass es halt als erstes vom USB-Stick startet. Oder dann ist auch das F12-Boot-Menü, wie ihr wollt. CSM oder Legacy-Mode würde ich auch deaktivieren, wenn ihr die Möglichkeit habt. Denn UEFI läuft in den meisten Fällen einfach stabiler und ist einfach halt neuer. Dann gehen wir einfach auf Exit, Save Changes and Exit. Und ihr solltet auch automatisch vom USB-Stick booten. Open Media Vault sehen wir jetzt hier. Gehen wir jetzt einfach auf Install und drücken dann einfach Enter. Und jetzt beginnt die Installation von Open Media Vault. Für Leute, die noch nie Linux-mäßig irgendwas gemacht haben. Das Ganze funktioniert in dem Fall nur mit Tastatur. Also Pfeil nach unten, Pfeil nach oben, rechts, links, Enter. Oder halt auch Tab-Leertaste, wie auch immer. Aber das sind eigentlich die hauptsächlichen Sachen, die man dort nutzen wird zum Navigieren. So, Sprache wählen wir einmal aus. Gehe ich jetzt aber nach unten für Deutsch, also German. Mit Enter bestätigen. Hier ebenfalls einfach Standort, Deutschland, Enter. Tastatur-Layout, auch Deutsch. Und habt auf jeden Fall ein LAN-Kabel drin. WLAN könnt ihr auf jeden Fall komplett vergessen. Denn so erzielt ihr natürlich die besten Geschwindigkeiten. So, er macht auf jeden Fall irgendwas. Jetzt werden wir auch gefragt, welchen Netzwerkanschluss wir nutzen wollen. In dem Fall habe ich jetzt Wi-Fi und Ethernet verbaut. Aber als ob ich jetzt drahtlos nehme. Ich nehme natürlich hier kabelgebunden Intel Ethernet Connection. Bei euch kann es auch Realtek oder was auch immer sein. Je nachdem, was für einen Chipsatz ihr einfach habt für Ethernet. In dem Fall ist es halt Intel, also ENO0. Ja, was laber ich? ENO1, genau. Drücken dann hier auf Enter. Hier werden wir nach unserem Rechnernamen gefragt. Ich nenne es jetzt einfach mal OMV Casa. Denn so kann ich das Ding auch im Netzwerk easy erkennen. Wir gehen dann mit Pfeiltaste nach unten noch weiter. Domainname wird ja standardmäßig hier Fritzbox eingetragen. Weil ich halt eine Fritzbox habe, aber wenn bei euch nichts stehen sollte, geht ihr einfach auch weiter und überspringt das. Ganz wichtig, nun müssen wir das Root-Passwort festlegen. Dieses Passwort solltet ihr am besten natürlich sicher machen und auf keinen Fall vergessen. Denn sonst kann es bei späterer Konfiguration schwierig werden. Gehen noch weiter, geben das Passwort erneut ein. Weiter. Wie man auch hier sieht, mehr als ein Speichermedium wurde erkannt. Enter. Was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist auf dem USB-Stick das Ganze zu installieren. Würde rein theoretisch sogar auch gehen, wenn ich es mir gerade überlege. Also so ein bisschen wie es auch Unraid macht. Aber ja, ich bleibe beim alten Plan. So ein NVMe hat natürlich auch höhere Geschwindigkeiten. Also das Ganze wird jetzt hier auf der NVMe installiert. Paketmanager konfigurieren. Nehmen wir einfach auch den Ort, wo wir wohnen. Deutschland. Hier lassen wir auch einfach den Standardserver drin. deb.debian.org. HTTP-Proxy skippen wir einfach. Installation abschließen. Uhrzeit nicht richtig eingestellt. Aber nun, Installation abgeschlossen. Weiter. System startet jetzt neu. Jetzt sollten wir am besten den USB-Stick auch rausziehen. Und hier lassen wir ihn ganz normal einfach Debian durchstarten. Und das hier ist alles, was wir haben. Diese Kommandozeile. Hier steht jetzt OMV Casa Login, also der Name, den ich gerade vergeben habe. Als Nutzernamen geben wir einfach ein Root, Enter und das Root-Passwort, was wir am Anfang bei der Installation vergeben haben. Dann sollte hier dann auch Root at OMV Casa stehen. Denn den ersten Schritt, den wir jetzt durchführen werden, ist erstmal den Standardport von 80 auf zum Beispiel 8080 zu wechseln. Denn Casa OS, was wir gleich nachinstallieren werden, nutzt ebenfalls Port 80. Weswegen wir da halt jegliche Art von Konflikt ausschließen wollen. Um das zu machen, geben wir ein OMV-FirstAid. Genauso geschrieben, dann auf Enter. Gehen dann auf Schritt 3, Configure Workbench, drücken da auf Enter. Und hier den Standard Webport von 80 auf 8080 wechseln. Mache ich immer gerne. Könnt auch 8070, 8050, wie auch immer wählen. Dann auf OK. Und nun können wir sehen, this Workbench is reachable via URL http://192.168.178.155.8080. Deswegen öffnen wir unseren Browser einmal und geben das nun ein. Also das HTTP brauchen wir nicht, das macht er automatisch. 192.168.178.155.8080. Enter. Und nun sehen wir hier auch die Open Media Vault Oberfläche.
Die Standard-Login-Daten sind admin kleingeschrieben und das Passwort ist standardmäßig openmediavault kleingeschrieben. Das Ganze funktioniert auf jeden Fall. Der erste Schritt, der auf jeden Fall sehr sinnvoll wäre, ist das Standardpasswort zu ändern. Gehe ich oben auf dieses Symbol hier für Benutzereinstellungen, dann Passwort ändern und einfach ein neues Passwort vergeben. Relativ selbsterklärend. Dann auch speichern. Und jetzt könnt ihr euch mit Admin und diesem Passwort dann anmelden. Aber nur Admin zu haben ist auch ein bisschen Müll. Deswegen legen wir uns doch erstmal einen eigenen Benutzer an, unter Benutzer. Dann wieder hier auf Benutzer, auf Plus, erstellen. Und als Namen gebe ich jetzt einfach Niklas ein für mich. Passwort vergebe ich auch. Bei Gruppen wähle ich einfach alles aus, was OpenMediaVault enthält. Also unten einfach OpenMediaVault Admin, Config, Engine, Notify, WebGUI und so weiter. Dann auf Speichern. Und nun kann ich mich ebenfalls mit diesem User anmelden. Was immer ganz wichtig nach jeder Änderung ist, dass man nicht immer auf Bestätigen drückt, auf Anwenden dann und dann auf Ja. Finde ich persönlich ganz komisch, aber so ist OpenMediaVault halt. Das Ganze ist erledigt. Und dann gehen wir links auf Dienst und aktivieren erstmal SMB. Warum das so wichtig für unseren Fall speziell ist, habe ich euch ja am Anfang bereits erklärt. Nextcloud muss ja irgendwie auch zugreifen können. Gehen wir dann einfach hier auf, nicht auf Freigaben, sondern auf Einstellungen und machen erstmal den Haken für aktiviert an. Den Rest können wir eigentlich so lassen und drücken dann auf Speichern. Dann wieder hier oben auf Speichern. Eine Freigabe können wir noch nicht erstellen, denn wir müssen erstmal Laufwerke einbinden. Gehen dafür auf Datenspeicher, Laufwerke. Und wie wir sehen, ist hier unsere NVMe, auf dem das Betriebssystem läuft. Deswegen die können wir natürlich nicht löschen. Stattdessen löschen wir diese andere SATA-Platte, die wir hier haben. Mit 240 GB, diese Kingston. Wählen die aus, drücken dann oben auf Löschen. Bestätigen. Ja. Ich mache es jetzt in dem Fall einfach schnell. Und das war's auch. Schließen. Höchstwahrscheinlich kommt gleich wieder die Meldung, dass er das Ganze speichern will. Oder auch nicht. Perfekt. Als nächstes gehen wir dann auf Dateisysteme. Denn die Platte ist zwar formatiert, aber noch ohne Dateisystem. Klicken dann oben auf Plus. Ich persönlich nutze immer BTRFS. Falls ihr irgendwas anderes bevorzugen solltet, nehmt das dann einfach. Oder informiert euch im Internet dementsprechend, was euch am besten passt. Hier unter Geräte kann ich dann meine SSD auswählen. Und ja, RAID 0 funktioniert nicht, weil mindestens zwei Geräte halt benutzt werden müssen. Deswegen gehe ich auf Profil und einfach Single, also dass einfach einzeln steht. Dann auf Speichern. Hat jetzt ein bisschen gedauert, ist jetzt aber abgeschlossen. Gehen dann auf Schließen. Jetzt haben wir das Dateisystem erstellt, müssen es aber noch einhängen. Ganz komisches System, aber so funktioniert es halt. Gehen dann links neben dem Plus auf diesen Pfeil, drücken da drauf. Wählen dann unser erstelltes Dateisystem aus, in meinem Fall BTRFS. Können dann noch eine Warnschwelle festlegen, also ab welcher Festplattennutzung halt eine Warnung ausgegeben wird, dass die Kapazität halt fast überschritten wird oder halt voll ist. Stichworte kann man auch angeben, lasse ich aber in dem Fall einfach aus. Gehe dann auf Speichern. Gehen erstmal wieder auf Speichern. Und jetzt läuft das Dateisystem auch. Nun gehen wir auf freigegebene Ordner, fügen einen neuen hinzu und diesen nenne ich zum Beispiel jetzt Daten. Ganz Standard. Könnt ihr dann auch Filme, Serien, wie auch immer nennen, je nachdem was ihr wo speichert. Gehen dann auf Dateisystem auswählen, wähle dann unser BTRFS oder was auch immer ihr habt aus. Den Pfad lasse ich dann einfach auch auf Daten. Bei den Rechten würde ich am besten dieses hier auswählen, also Administrator lesen schreiben, Benutzer lesen schreiben und andere keinen Zugriff. Außer ihr wollt natürlich, dass jeder Zugriff hat. Ich persönlich möchte nur, dass zugelassene Benutzer Zugriff bekommen. Also lasse ich das drinne, gehe auf Speichern, dann auf Anwenden wieder. Und wie wir sehen, diese SSD wurde jetzt nach Dev Disk by UUID benannt. Also nach der UUID wurde die SSD jetzt benannt hier. Und merkt euch das auf jeden Fall nochmal für später. Schließlich müssen wir diesen Share auch für SMB zugänglich machen. Gehen dann wieder auf Dienste, SMB, dann auf Freigaben, Erstellen. Wählen dann bei Shared Folder unseren freigegebenen Ordner aus, in dem Fall Daten. Öffentlich lasse ich mal auf Nein. Gehen dann nach ganz unten und auf Speichern. Auf Anwenden. Und nun ist die wesentliche Konfiguration in OpenMediaVault abgeschlossen. Und das System funktioniert an sich auch jetzt wie ein normales NAS. Das heißt, wenn ich beispielsweise den Explorer hier öffne und in meiner Suchleiste hier oben /192.168.178.155, also die IP des Servers, /Daten eingebe, werde ich erstmal nach einem Login gefragt. Da gebe ich einfach meinen Nutzer einfach ein, also Niklas, den ich gerade erstellt habe mit meinem jeweiligen Passwort. Okay. Zugriff wird verweigert. Ah, da stimmt irgendwas nicht. Vielleicht muss man dem Nutzer unter den Gruppen noch Samba Zugriff geben. Hier unten Samba Share. Mal gucken, ob es das Problem löst.
Achso, ja, ich bin so unfassbar schlau. Ich muss einfach meinen Benutzer auswählen und dann oben auf Berechtigung für freigegebenen Ordner und dann natürlich hier Lese- und Schreibrechte für meinen Ordner festlegen. Also, ich hätte auch direkt drauf kommen können, dass es da oben ist. Naja, speichern. Anwenden. So, jetzt müsste es aber gehen. Okay, also ich kann mir jetzt nicht erklären lassen, warum es auf einmal geht. Denn nach allen Einstellungen, die ich gerade getätigt habe, ging es irgendwie immer noch nicht. Hab's dann auf meinem iPhone versucht, da ging es. Also habe ich mein Main-PC neu gestartet und es nochmal versucht und dann ging es irgendwie jetzt. Keine Ahnung, was mit der vorherigen Installation zusammenhängt, aber jetzt geht's auf jeden Fall. Jetzt haben wir endlich die ganze Konfiguration von Open Media Vault abgeschlossen und können mit der Installation von Casa OS anfangen. Aber halt, warte. Wie du den Titel entnehmen kannst, ist es gerade mal die erste Folge, weil sonst, wenn ich das alles in eine Folge packen würde, würde das irgendwie eine halbe Ewigkeit lang dauern und wäre halt ein bisschen Müll. Deswegen hoffe ich natürlich, dass alles bis hierhin problemlos geklappt hat. Wenn es Probleme im Prozess gegeben hat, kommt gerne auf meinen Discord-Server, dort kann ich euch gerne helfen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge.